das Zentrum von Beirut, Minuten nach dem Anschlag. Die Bombe explodierte in der Nähe des Parlaments. Hier befinden sich auch zahlreiche Restaurants, Geschäfte und Banken. Die Detonation war so heftig, dass sie in der ganzen Stadt zu hören war und benachbarte Häuser beschädigte. Ich saß im Büro, als die Bombe explodierte. Der ganze Raum war voller schwarzer Rauch, alle Fenster wurden zerstört. Das ist Terror, Terror gegen unser Land und gegen uns. Terror, der sich offenbar konkret gegen ihn richtete, Mohamed Shatar, früherer Finanzminister und Gegner des syrischen Machthabers Assad. Als die Bombe explodierte, war Shatar auf dem Weg zu einer Besprechung mit anderen Mitgliedern einer antisyrischen Allianz. Der Krieg in Syrien hat den Libanon tief gespalten in Befürworter von Assad und seinen pro-westlichen sunnitischen Gegnern. Die Täter sind seit Jahren die gleichen und sie haben Verbindungen nach Syrien. Sie brachten unseren früheren Präsidenten Rafiq al-Hariri um, jetzt haben sie Mohamed Shatar getötet. Der Verdacht, hinter dem Anschlag könnte die prosyrische Hisbollah stecken. Sie dominiert die Regierung im Libanon.